Ein Kampfjet im Extremtiefflug über Chicago. In der US-Metropole findet am Wochenende die traditionelle Air and Water Show statt, inklusive einer Flugshow der US Navy. Vorher trainieren die Kampfpiloten über dem Hafen. F-18 Kampfjets fegen mit ohrenbetäubendem Donnern über Passanten und Segler hinweg. Während der Corona-Krise fand die Show 2020 gar nicht und 2021 nur in einem sehr kleinen Rahmen statt. Dieses Jahr wollen die Veranstalter es wieder richtig krachen lassen. Neben der Flugshow des Militärs wollen Feuerwehr und Polizei Luftrettungen simulieren. Bis zu 2 Millionen Zuschauer werden erwartet. Wer hier in der Nähe wohnt, freut sich vermutlich aber schon jetzt auf die Ruhe nach dem Wochenende.